Hallo Leute, hier sind wieder McQuisto 2051 und Varuna MC. Und wir befinden uns mal wieder auf dem Sky Factory Server. Varuna ist öfter hier als ich, das versuche ich jetzt wieder ein bisschen zu ändern. Ja, ein bisschen, nicht so, noch nicht so viel. Aber es hat sich schon ein bisschen was getan. Ein bisschen was getan ist gut. Bei mir gab es letztens nur die Grundmauer von dem Ding. Noch nichts hier oben. Ja, siehst du mal. Huch. Die chiselten Hexplates sind interessant für die Augen. Ja, so ein bisschen. Ja, ich wollte gerade noch ein paar Solarzellen machen. Mach du das mal, ich guck mal hier, warte mal, ich zeig dir was. Warte, komm noch. Ja, ich komme ja wieder. In Türe zu, sonst kommen die Kühe rein. Lach dich sie. Mann, nein, ich habe bloß zwei. Der da drüben hat so viele, deshalb kriege ich bloß zwei. Guck mal hier unten in diesen Modular Storage. Achtung! Achte auf die Solarzellenanzahl. Ah, sie geht hoch. Ah, irgendwas fehlt noch. Bin ich nicht. Kannst du mit dem Crafter einfach die Sachen unten rausziehen, bauen und wieder unten reinstopfen? Jein. Ich habe hier drüben den Crafter noch angeschlossen. Mhm. Da wird ein Teil produziert und eben in dem Crafter oben. Ah, jetzt haben wir die sechste Solarzelle gekriegt. Also der Craft da drüben wird automatisch befüllt und craftet was und lädt es wieder aus. Genau, so ist es. Brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Und hier muss ich eben nur das Zeug reinhauen, was ich brauche. So. Ja, das ist natürlich auch sehr praktisch. Die sind sau cool, diese Tools, oder? Die Elf-Tools. Ja, wenn man da ein bisschen durch ist, dann ist es sehr praktisch. Gut, ich gehe mal schnell ein bisschen Blaze organisieren. So, viel Erfolg. Ich wollte hier noch ein paar Ender-Chests machen und meine Baumfarm endlich mal in das Licht. Auch nicht in den Nether, wie heißt das Ding? Last Millennium packen. Ja, und ich werde mir jetzt einen Slice and Spice bauen und einen Wireless Charger. So, wir haben doch hier dieses Transporteur-Ding, aber natürlich nicht zum Nether. Super. Dann fahren wir halt zu Wim. Warum ist hier bloß ein Maschinenkästchen? Eigentlich war das da an. Hui! Was ist das? Okay. Ja, wie gesagt, also Nym und ich waren vorgestern hier, dann habe ich, glaube was für drei Tagen, irgend sowas. Dann habe ich ihm erstmal helfen müssen, dass er sein Minecraft wieder zum Laufen kriegt. Da hat er nämlich irgendwelche Probleme mit dem Grafiktreiber gehabt. Und danach hat er sich dann endlich drum kümmern können, um zu schauen, warum hier bitte auf einmal das komplette Last Millennium weg war. Wir haben es nicht rausgefunden, warum es so war, aber wir konnten es wieder herstellen. War ein bisschen ätzend. Mit oder ohne Verluste? Wie bitte? Mit oder ohne Verluste? Keine Ahnung. Da mein Spielstand von hier sozusagen uralt ist, war es mir fast egal. Hauptsache ist es wieder da, mein Mini-Baumfarmteil. Das wäre noch ein geringer Verlust gewesen, aber andere hatten ja hier viel mehr gebaut. Immer diese Egoisten. Mir egal, was, so. Was fehlt. Nether Fortress da unten. Überhaupt noch Blazes. Ich brauche noch so ein Teil. Ich habe noch gar keine Verzauberung auf dem Teil. Ach du meine Fresse. Nee. Blazes wäre natürlich Feuerverzauberung saugeil. Gott, wie viele Viecher sind dann hier? Ich war noch nie im Nether, glaube ich. Doch einmal. Ich höre dich jetzt gerade kaum noch. Hier ist lächt und klatscht es und schießt. Wir bauen einfach mal weiter. Ah, Solarium braucht man. Magnet habe ich auch noch keinen, um die Sachen anzusaugen. Ich habe einen. Hätte ich dir vorher sagen sollen, ne? Wäre nicht schlecht, mal sowas zu haben, ja. Wenn es nur dieser gammelig elektrische Magnet ist, der sich leicht bauen lässt. Ja, so einen habe ich. Immer irgendwie die Kampf- und Quietsch- und Tier-Sounds runter machen. Sehr laut. Smelter. So, er arbeitet. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Axt und eine Schere. So, schauen wir doch mal gerade nach. Lack ist drauf, okay. Das ist mal das Wichtigste. Also jeweils zwei. Machen wir nämlich dann gleich zusammen.
wenig Blaze. Wir bräuchten irgendwo eine Blaze-Farm. Garantiert hat schon 5 Leute einer irgendwo stehen und ich weiß nichts davon. Ja, es bringt ja auch nichts, wenn du nicht rankommst. Wollen Sie mir doch mal netterweise ein paar Blaze abgeben? Aber so wie Nym auch vor kurzem festgestellt hat, ist der Server nicht mehr so aktiv wie vor einiger Zeit. Wie bitte? Es ist nicht mehr so eine hohe Aktivität hier auf dem Server. Ja, die meisten Leute haben wahrscheinlich keine Lust mehr, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen, viel zu machen. Aber wie gesagt, ich habe dir ja vorhin schon erzählt, ich habe mich jetzt tatsächlich mal marginal dem neuen Sky Factory 3 auseinandergesetzt und da angefangen, mal ein bisschen schlau zu machen. Ja. Da gibt es gar kein Applied Energistics mehr. Nicht? Ja, für mich ist das jetzt nicht so. Wie bitte? Applied Energistics ist. Was ist denn das? Das, wo das ME gebaut wird. Ah, okay. Das ist für mich okay. Ich brauche sowieso kein ME. Was wollte ich denn hier holen? Ja, wir haben einen schönen Ersatz und damit werde ich mich vielleicht auch demnächst mal auseinandersetzen. Ich bin da schon bereits dabei, ein kleines Motorboardlein vorzubereiten für den Ersatz, den es da gibt. Aber das ist irgendwie viel Arbeit, bis man da alles halbwegs gebaut und dann erklärt hat und hofft man, das geht ganz schnell und dann ja nur das da und hier was und dort und dann ist ewig viel Zeit um und ja. So ist, weißt du, wie das mit Minecraft ist? Eben. So, jetzt gucken wir hier mal, da müssten wir irgendwo, hier haben wir schon 16 Stück und 10 Solarzellen schon wieder. Gott, habe ich hier Blazes. Gut, irgendwas habe ich falsch gemacht. Das hier. Slice and Spice. Den pflanzen wir mal dahin. Energie kriegt er. So viele netter Skeletons gebatscht und trotzdem kein Kopf dabei. Unfassbar. Extract always. Pluspunkt ist auch schlecht. Dann kommt da das rein. Und das. Dann Wireless Charger. Dieses Teil brauchen wir. 2 Solarium, 1 Enderkopf, 2. Ich finde mal wieder keinen Eingang zum Ausgang, sehr lustig, wie immer. 2 von denen hier. Du musst dir ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, irgendwo ist der Eingang, aber ich finde ihn nie. Ich bin blind und laufe dran vorbei. So, ich guck mal, ob ich das Rezept zu entkommen. Einen Teleporter geben. Mach ich halt den langen Weg und gehe hinten rein. Ich will es ja nicht kaputt machen. Können wir auch noch so ein Opta-Ding reinhauen? Wir haben ja inzwischen genug gekriegt. Hectic Capacitor? Ja, ich habe mir extra welche. Ich habe mir einen Haufen gebaut. Und dann habe ich die alle aus Lootpacks gekriegt. So, ah, hier ist dieses Ender Resonant. Resonator. Mein Ausgangswegpunkt im Nether. Weil direkt richtig fliege. Electrical Steel. Und dann ist der Wireless Charger schon fertig. Kohlepulver, Eisen und Silikon? Hm? Kohlepulver, Eisen und Silikon, glaube ich. Für? Für was denn? Ich muss ja irgendwann mal diese ganzen blöden Rezepte auswendig kennen. Hey, die Witzker, wir haben schon 8-9 Minuten um und ich habe gerade mal ein paar gammelige Bliss Rods gefarmt. Welche Range hat denn der Wireless Charger? Ah, hier hört er auf. Und das Müll einmal haben, oder? Müll. Ich habe noch so viel Krams rumstehen, noch einen Kasten von der den Weihnachtsgrüßen und alles. Da mal echt aufräumen. So, das war schon mal von Erfolg gekrönt. So, was wollte ich jetzt noch bauen? Wenn ich das noch wüsste. Ah, wird alt und vergesslich. Echt schlimm. Ah. Ne, das mache ich wann anders. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Holz und baue mal oben eine Plattform noch. Ne? Eine Art Wehrgang wollte ich bauen. Nein, ich hätte sogar noch einen Blaze Warp gehabt. So, jetzt weiß ich nur, einen hätte es gegeben. Aber der hätte mir ja nichts gebracht. Eine alleine. Ender Chest bauen. Obsidian haben wir hinten. Oh verdammt, ich glaube, das habe ich letztens mit Nym umgestellt und dann wieder nicht wieder zurückgestellt. Das wäre wahrscheinlich kein Stein mehr, genau.
So viel Obsidian brauchen wir ja auch gar nicht. Ja, ich habe ein Fass voller Obsidian. Das reicht. So. Test Wolle. Oh, jetzt kommt das nächste Problem. Wo haben wir Wolle? Nein. Ich habe es wirklich verpeilt. Verdammt. Ich habe ja schon vorgebaut gehabt. Und das ist falsch. So, jetzt habe ich genug Wolle. So viel zu tun, um umzustellen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er leckt so ein bisschen, seit er da drüben seinen riesen Maschinenpark errichtet hat. Das ganze Gebäude da war letztes Mal noch nicht mal da. Der Joker muss unglaublich viel gemacht haben. Der mit dem modernen Haus? Ja, mit dem Enderdrachen. Ja, genau. Praktisch immer da gewesen sein. Ne, das ist innerhalb von 2 Tagen, ist es, glaube ich, gestanden. Bitte? Ja. Ich habe kein Real Life oder was? Der war recht flott fertig. Was? Nicht schlecht. Also Wolle, Blazewood, Obsidian und die Enderperlen fehlen noch. So, auf die Höhe müssen wir kommen hier. Keine mitgenommen hat. Ist hier natürlich auch überall falsch. Ach, 11 Ender Chests, sehr schön. Was willst du mit so vielen Ender Chests? Was willst du mit so vielen Ender Chests? Dimensions-Upgrades machen, damit ich die Baumfarm auslagern kann. Gut, ich muss ja nur Äpfel und Holz rüber transportieren. Den Rest kann ich ja scheißen. Oh, Gott sei Dank nur 4 von diesen Dingern. Das war's nicht. Better Barrel sind die. Barrel selber, das Ding heißt Jabba, so genau. Base Upgrade. 1, 2, 3, 4 habe ich gesagt. Oh. So, jetzt habe ich natürlich alles umsonst gebaut, was ich hier schon vorgebaut hatte, aber ist egal. Es geht jetzt eigentlich erstmal hier um den Wehrgang. Jetzt nehme ich noch Barrels mit, die Upgrades. Wo sind sie denn? Na, hier finden wir das nicht. Hier können wir das machen. Structural Upgrade. Genau, dafür muss ich auch mehr bauen. Die können wir, glaube ich, wieder schüsseln. Gold und Zäune. Diamant und Zäune. Geht alles noch? Eisen und Zäune. Das war vorher. Ja, das hast du vergessen. Obsidian und Zäune. Geht auch noch. Endstone. Daran wird es wohl scheitern. Außer... aus dem Slug da hinten kommt Endstone raus. Das glaube ich jetzt nicht. Endstone, ich habe hier 2. Wo steht's denn? Hier ist was drin. Sand. Moment, Zäune. Noch mehr Sand. Ich, ne? Okay, ich habe kein Endstone. An dem Endstone-Upgrade wird es scheitern. Das lässt sich aber auch irgendwie herstellen. Ich muss nochmal gucken. Also Diamanten. Obsidian habe ich. Diamanten, Goldbarren. Enderman Essence und Cleanstone. Eine Kiste. Wirst du ja wohl haben. Oder einen Lava-Bucket in einem Barrel und einen Glowstone dazu. Das war's, wie man es herstellt. Aber das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Die kleineren Fässer werden es auch tun. So. Meine Minimaschine mit dem Gold-Gravel-Ohr. Das wird dann automatisch gemahlen. Und hinten kommt das Gold raus. Ach, habe ich sowieso schon vorrätig. Sehr schön. Oh, hoffentlich. Oh, das geht zum Glück auf. Dann kann man mal gucken, irgendwo hier habe ich noch mehr Stöcke. Stöcke. X, nehmen wir alle mit. Uff. Übergeworfen. Und dann können wir uns mehr Fences bauen. Natürlich zu wenig Stöcke. So. Pass nicht mehr drauf. 47 Stöcke. Ach, da unten sind noch ganz viele Stöcke. Oh. Ja. Ich brauche auch noch ein paar Zäune. Heute geht es mal wieder hauptsächlich ums Bauen. Damit ich mal wieder ein bisschen vorankomme. Mit der Schönheit meines Schlosses.
Ach, von wegen Schönheit hier, pa. Ja, ist noch nicht viel zu sehen davon, aber es wird so langsam. War nur so insidermäßig der Witz, weil du doch eh wesentlich schöner baust als ich, deswegen. Das habe ich mir gedacht. So, die Reparatur hier auf der Seite werde ich nicht durchführen. Ich kann den ganzen Kram wegmachen und ich kann hinten Fässer bauen. Dann brauche ich noch Leitungen und das war's. Perfekt. Manche Leute können einfach keine Füße beim Laufen heben. Die trampeln hier durchs Treppenhaus, das gibt's gar nicht. Ach so, in echt. Ja. Also musst du ja schon dran denken, dass du den Fuß vorsichtig absetzt und nicht einfach Bumpf machst. So. Dann kommt hier noch mal. Wir müssen natürlich auch Stützpfeiler anbringen, sonst kracht uns das Teil da oben runter. Achso, Ach, hier fällt ja Gott sei Dank nichts runter, wenn es nicht Sand und Kies ist. eigentlich wollte ich ja auf der Seite noch ein Häuschen hinsetzen. Dann bräuchte ich Weiß da nur, welcher Dirt welcher ist. gar keinen Wehrgang. Das ist der falsche Dirt. Ja, dann reißen wir das hier nochmal schnell ab. Dudler, wie groß ist denn diese Baumfarm hier recht völlig? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Perfekt. Kannst aber weit Kein sehen. Enderman! Bin erstaunt. Keine Perle, warum auch? Ach genau, ich habe noch keinen Fan gebaut. Hast du Fans? Nee. Ich nehme an, Noch du rausfinden, meinst wie weit der Fuß ist. Ventilatoren. Ja, ich meine ja Ventilator auch gammelig. Dein Stone Slab. Schlepp, genau. Ist wirklich easy. So, aber hier oben will ich trotzdem so ein Dings haben. So Glaube ein ich kein Stone Bergungsteil. Slab. Nein, in den Ofen werfen. Nein! Sind eigentlich Magnum Torches an? Moment! Achso, aber dann ist natürlich die die Monsterfalle auch aus. Magnum Torches sind an, aber hier in der Oberwelt nicht erlaubt, weil du damit Leuten die Monsterfarm töten könntest. Ja, habe ich gerade auch gemerkt, dann ist meine Monsterfarm unnötig. Aber in irgendwelchen anderen Dimensionen kannst du gerne Magnum Torch aufstellen. Das bringt mir aber nichts. Es ging ja um die Beleuchtung hier. Ach so. Warum habe ich nochmal einen Maschinencase? Warum Wie habe ich zwei ungünstig. gemacht? So, ich hoffe, ich habe noch etwas Eisen vorrätig. Sehr schön. Zeit, dass ich den ganzen Mist automatisiere. So, 12 Solarpanels haben wir seit vorhin produziert. Und somit sind wir jetzt einmal rum. Ich glaube, ich produziere jetzt genug Strom für mein Schlösschen. So, ich habe mal gerade 40 Ventilatoren gebaut. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie weit der pustet. Darf aber keinen platzieren. Da ein Trick? Weiß nicht. Noch nie einen Fan gebaut. Vielleicht pustet er in die falsche Richtung. Ah. Ich darf die nur nicht hinstellen. Jetzt? Kann ich noch irgendwie anschalten? Ich glaube mit einem Lever. Ja gut, hätte ich jetzt natürlich versucht, aber. Ich dachte, der wäre vielleicht an. Was war denn ein Hebel? Ein normaler Stein. Ne? Dummen Stein haben, so. Dann müsste ich das natürlich da oben umbauen mit der Monsterfarm. Das kommt dann auch noch alles. So, setzen wir mal den Ventilator hin. Machen einen Hebel an den Block und machen ihn an. Tatsächlich, er pustet mich weg. Oh, Oh, Nym ist Nym. auch da. Hallo Nym. Das heißt, er Nym kommt wahrscheinlich auch 2. gleich in den Channel, schätze ich mal. Rausfinden, wie weit ich weggepustet werde. So, ich weiß gar nicht, ob das eine Rolle spielt. Was denn? Wohin der Ventilator zeigt.
Guck mal doch mal, wie weit er mich wegboostet. Das stimmt, oder? Langsamer. Langsamer. Ja, ich würde sagen, das fällt hier. Reißen wir besser ein. Mal gucken, wie weit er mich wegpustet. Und zwar über 1. Hier. Hallo. Pustet sogar hier hinten. So, wie weit bist du denn mit deiner Aufnahme? 7 Felder pustet er weg. Ich brauche noch ein bisschen. Warum bist du fertig? Ja, gleich. Ich muss ja immer so ein bisschen auf die Folgenlänge achten. Kennst mich doch. Du machst ja mal ganz kurze Völkelchen. Ja, kurz. 20 Minuten. Okay. Ja gut, dann könnten wir das soweit lassen. Ich werde dann oben... zwischen den Folgen... Verdammt. Die Fackel, die sollte bleiben. Zwischen den Folgen da oben bei meiner Monsterfalle mal mein Wasser gegen... Ventilatoren austauschen. Ach so, darum geht's denn mit den Ventilatoren. Genau. Welcher Vorteil hat das? Dass die Endermen auch in die Monsterfalle kommen, weil so kommen sie ins Wasser, denken, Wasser, teleportieren sich weg und kommen überall hin. Aha. Aber Teleporter blasen die bloß in eine Richtung, also nur ein Strahl. Pusten nur in eine Richtung. Ich müsste mal gerade testen, wie das war mit dem Ventilator schief aufstellen. Weil dann auch schief pustet. Ja, tatsächlich, da muss man genau aufpassen, wie man den hinstellt. Also der pustet genau eine Reihe vor sich weg. Oder wie? Nein, mehrere. Ja, und wie viele? Das weiß ich nicht. Weil je nachdem schiebt er die Reihe nebendran noch. Je nachdem schiebt er ja die Monster dann woanders hin. Da wo es gar keinen Moment, gar nicht runterfallen. Eine Reihe nebendran werde ich auf jeden Fall noch weggepustet. So. Zwei Reihen nebendran, wenn man näher kommt, auch. Ja, der pustet ordentlich. Ich kann ihn lassen. Da muss ich mir mal den Aufbau von anderen Leuten angucken, was die genau gemacht haben. Ach, das zeige ich dann, was rausgekommen ist. Ja. Gut, dann war's das, oder? Jo, ich kann jetzt die Farm für demnächst machen und das zeige ich dann, wenn ich soweit bin. Und ich habe hier noch ein bisschen Häuschen gebaut. Da geht's auch in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, vielen Dank auch von mir. Schaut mal bei Varunas Channel oder meinem vorbei. Lasst uns beide bitte einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Oh, es gibt. Ansonsten könnt ihr jeweils bei Twitter erfahren, was es euch. Warum ist ein Skelett gespawnt? Ach hier, warte mal. Ich muss hier noch kurz zwei Fackeln setzen. Okay. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute.